Dr. Mad Max Gra mit diesem etwas ironischen, lustigen Titel fand eine Wahlkampfveranstaltung der AfD hier in Bayerischen Holzkirchen statt. Die Veranstaltung ist einfach, war geplant und der Kreisverband hat sich als besonderes Thema nach den Querelen der letzten Wochen Mad Max ausgedacht. Und wir sehen ja, wie gut es ankommt. Wir sind jetzt genau die, die gegen den Wahnsinn, der da draußen demonstriert, durchhalten. Und das tun wir mit unseren Reden, mit unserer parlamentarischen Arbeit, aber eben auch mit diesem künstlerischen Bezug. Sogar ein bisschen mit der Presse unterhalten, aber wäre schön, wenn wir auch noch angenehme Gespräche haben. Und wir... Das Interesse heute an dieser Veranstaltung war bei den Medien riesengroß. Woran liegt dieses riesige Medieninteresse? Naja, ich glaube, das ist einfach durch den Skandal, den man aufgebaut hat, hat man auch das Interesse nach oben getrieben. Und die große Frage ist jetzt, wem nützt es? Ja, nützt es mir oder nützt es meinen Gegnern? Und ich tue alles, dass es mir und der AfD nützt. Ich bin heute hier, um den Maximilian Krah zu unterstützen. Heimat ist nicht da, wo man den Laptop aufklappt. Aber Heimat ist da, wo man was ererbt hat und es weitergibt. Und das ist gerade hier der Fall. Und genau jetzt kommt Habeck, kommt die EU, kommt von der Leyen mit einer Heizungsrichtlinie, die euch zu Sanierungen zwingt, für die man in der Regel Kredit aufnehmen muss, was die meisten nicht mehr bekommen werden. Das ist eine Enteignung durch die Hintertür. Wir wollen aber, dass jeder sein Häuslein behalten kann. Und wir wollen auch, dass die noch keins haben, sich eins bauen. Wir wollten einfach Spaß haben und zeigen, dass wir die Partei sind, die für Lebensfreude einsteht, für Freiheit. Europawahlkampf ist jetzt und wir haben unseren Spitzenkandidaten nach Oberbayern ins Oberland bekommen können und wir sind uns super, freuen uns drüber. Das war wirklich toll. Natürlich war das eine riesen Action auch. Das war so eine Art, unsere Veranstaltung ist hier im Thema Mad Max. Ja. Und die Vorbereitung war schon wie eine Furiosa Road, also Fury Road wirklich krass. Der Wirt musste absagen unter Bedrohung, unter Druck. Und wir hatten alle möglichen Schwierigkeiten auch vom Landratsamt. Aber wir haben es trotzdem alles geschafft und wir freuen uns super. Es gibt mittlerweile starke Kräfte, die es nicht ertragen, dass man andere Meinungen hat als die Regierung. Leute, die ihr vom Namen nicht kennt, die ihr nicht wählt, die entscheiden über eure Zukunft, die entscheiden über das, was hier passiert, inklusive eure Mobilität, eure Sicherheit, euren Wohlstand. Und die allergrößte von allen ist Ursula von der Leyen, die Spitzenkandidatin von CDU/CSU, die eine Kandidatin ist, die nicht kandidiert. Wir haben eine Spitzenkandidatin, die auf keinem Wahlzettel steht, in keinem einzigen EU-Land. Eine grandiose Rede, die er heute gehalten hat hier. Ich habe auch alles auf Video, das heißt, wir werden auf TikTok weiter schön arbeiten. Wir sind die Naturschutzpartei, niemand sonst. Und genau deshalb wollen wir nicht, dass uns die Berge, dass uns die Wälder, dass uns die Natur mit Windmühlen vollgestellt werden. Das Landratsamt wollte jetzt bei der vorherigen Veranstaltungsort, wollten die uns ja verbieten, dass wir Alkohol ausschenken dürfen im Biergarten. Und dass die Veranstaltung nur 2 Stunden dauern darf und dass dann alle den Ort verlassen müssen. Also die Spinnen, natürlich, die wollten uns einfach nur Steine in den Weg legen, um es nicht zu finden. Das ist nämlich hier Hochland von der Ilse Aigner, das ist so der linke Flügel von der CSU. Und die kann es gar nicht haben, dass wir hier eine geile Party haben mit unserem Spitzenkandidaten Dr. Mad Max Gra und einfach unseren Spaß haben und hier für Freiheit, Frieden und Wohlstand eingestehen. Wenn wir nicht zur Wahl gehen, die da drüben gehen bestimmt. Aber wir sind mehr, also gehen wir zur Wahl und sorgen dafür, dass es ein ganz böses Erwachen am Abend des 9.6. gibt. Bös für Sie, gut für uns, unsere Kinder und unsere Familien. Weil es wichtig ist, weil in Europa, also für die jetzige Wahl, da werden viele Entscheidungen für Deutschland getroffen und das finde ich sehr wichtig. Das ist auch mit der Frage der Regierung und der Demokratie. Wollt ihr euch selbst regieren oder soll Brüssel euch regieren? Wie sehen Sie jetzt im Augenblick diese Affäre um Ihren Mitarbeiter? Nun, es geht nur um eine einzige Frage. Wie viele Wähler erkennen, dass der Verfassungsschutz 4 Jahre diesen Mitarbeiter unter Verdacht hat und überwacht hat, ohne mich zu warnen, und das dann 1 Monat vor der Wahl macht, dass es hier also um eine klare Beeinflussung der Europawahl durch den Geheimdienst geht? Und wie viele sehen das nicht und glauben, wenn der Verfassungsschutz das sagt, muss ja was dran sein? Das heißt, erkennt man, dass mit Dreck geworfen wird oder sieht man nur den Dreck? Das ist jetzt die Aufgabe und die kommunikative Aufgabe ist ganz einfach. Wir müssen klar machen, ein Inlandsgeheimdienst versucht, eine Wahl zu beeinflussen. Und das war sein Mittel. Und jeder Einzelne sollte sich überlegen, ob er sich von einem Geheimdienst
in der Wahlentscheidung manipulieren lässt oder ob er ein mündiger Bürger ist, der das durchschaut. Ist es auch Ihre Erfahrung, werden die Jugendlichen jetzt mehr auf die AfD aufmerksam, haben die mehr Sympathien für die AfD? Also meiner Erfahrung nach ja, auf jeden Fall. Also auch, ich bin ja auch sehr TikTok aktiv und ich fühle es in meinem Freundeskreis auch. Es ist auf jeden Fall, dass wir da klar zeigen, wir sind da, wir sind präsent. Und die Grünen möchten es zwar immer, dass sie hier die Vorherrschaft haben, aber wir sind klar am Vorrücken. Wenn wir uns die Themen anschauen, wenn wir uns anschauen, wie sich unser Land entwickelt, wenn wir die Nachrichten uns angucken, es spielt alles der AfD in die Hände. Und wir müssen jetzt klar machen, dass wir die einzige Chance sind für eine verbesserte Politik, für eine andere Politik und dass man sich nicht verunsichern lassen darf von den Lügengeschichten der Geheimdienste. Ich glaube, dass wir das schaffen können, deshalb sehe ich uns im Aufwind. Aber ich weiß, es ist kein Selbstläufer. Es werden noch viele Steine uns in den Weg gelegt werden. Und wir müssen kämpfen. Wir lieben unsere Heimat. Wir mögen das Land. Wir mögen die Leute. Und wir wollen, dass es einfach ein derartig geiler Ort zum Leben bleibt, der Deutschland nun mal ist.